So, moin moin ihr Lieben, wunderschönen 6. Dezember, Nikolaustag, geht vor die Tür, schaut in eure Stiefel, ich hoffe, ihr habt leckere Sachen mitgebracht. Ich bin gerade fertig beim Nikolausieren hier zu Hause und habe jetzt für euch selbstverständlich, wie immer, kompakt zusammengefasst die News, die wichtigste Information zur Fußball-Bundesliga. Natürlich heute mit dem Schwerpunkt auf dem DFB-Pokal. Gestern ein spannendes Spiel schon gehabt mit Gladbach gegen Wolfsburg. Die Wolfsburger für mich das stärkere Team, die Gladbacher für mich das erfolgreichere Team. Ich bin gespannt, Niko Kovac und die Wolfsburger. Etwas Sand im Getriebe derzeit und bei den Gladbachern, ja, läuft vielleicht sogar gerade ein Ticken besser als gedacht. Aber auch auf die Gladbacher werden wir kurz eingehen. Wir starten aber mit der Borussia aus Dortmund. Hier eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also erstmal zu den Dortmundern und zum DFB-Pokal. Die Dortmunder heute Abend selbstverständlich 8:45 gegen VfB Stuttgart. Richtig geiles Spiel. Und am Samstag 18:30 gegen RB Leipzig. Die Dortmunder in extrem wichtigen Wochen derzeit. Und das Krasse ist, die Dortmunder performen auf einmal. Also wenn sie wirklich gebraucht werden, sind sie da. Das ist vielleicht das Besondere an der Borussia aus Dortmund. In diesem Jahr zumindest scheint es mir so, dass sie on point wirklich konzentriert fit sind und auch das nötige Spielglück haben. Wichtige oder witzige Wendung finde ich im Fall Paris Brunner oder Paris Brunner, habt ihr bestimmt damals mitbekommen, als er mit Sack und Pack auf dem Dortmunder Parkplatz stand, so 17 Schuhkartons übereinander. Spannende Persönlichkeit auf jeden Fall, der Herr Paris Brunner. Und jetzt auf jeden Fall die Dortmunder, die ihm einen längerfristigen Vertrag, ich glaube sogar einen Profivertrag anbieten, bisher nur einen Fördervertrag bis 2025, also bis nächstes Jahr. Beziehungsweise übernächstes Jahr und diese Förderverträge 50.000, 70.000. Darum drehen sich meistens die Preise. Also Paris Brunner die Möglichkeit in Dortmund langfristig und wahrscheinlich auch relativ lukrativ zu verlängern. Trotzdem bleibt er ein spannender Spieler, sage ich mal, der ja eine gewisse Selbstdarstellung auch hat, was ich gar nicht negativ werten möchte. Man muss einfach nur damit auch umgehen können, beziehungsweise man muss solche Energien auch in die richtigen sportlichen Bahnen lenken. Bin ich mal gespannt, wie die Liebesgeschichte Paris Brunner und Borussia Dortmund weitergeht. So viel vielleicht von der Zukunft. Die Gegenwart sieht so aus, dass sowohl Benzebaini als auch Süle, als auch Özcan alle wieder fit sind. Alle waren krankheitsbedingt angeschlagen. Alle sind fit. Alle können gegen Stuttgart bereits spielen, beziehungsweise werden auf jeden Fall im Kader stehen. Der liebe gute Haller, was eine bittere Saison bisher war, auch krankheitsbedingt angeschlagen, ist aber wieder fit, hat sich aber jetzt im Training eine Verletzung am Knie zugezogen, wird definitiv fehlen gegen die Stuttgarter und wird definitiv fehlen am Samstag um 18.30 Uhr gegen RB Leipzig. Sebastian Haller läuft bisher leider überhaupt nicht die Saison. Das ist ein bisschen bitter, wie ich finde. Deswegen schauen wir mal ganz kurz rüber zu den Frankfurtern. Auch hier habe ich mich nochmal mit dem Team beschäftigt, bevor es eben heute Abend um 18 Uhr gegen Saarbrücken aufs Spielfeld geht, am Sonntag dann um 17.30 Uhr in Köln, beziehungsweise gegen Köln. Sehr, sehr interessante Partie. Und ich habe unter meinem Radar die Verletzung von Elias Skiri gelaufen. Ich habe das überhaupt gar nicht mitbekommen nach dem Conference League-Spiel, glaube ich, gegen Pauka. Mit Muskelverletzung ausgefallen, beziehungsweise hatte ich da an der Muskulatur verletzt. Jetzt nochmal gelesen, beziehungsweise mir von Töpmüller ein Interview angehört, wo er sagt, wir haben eine Verantwortung für die Spieler, wir müssen gucken, wir müssen die Belastung mehr steuern. Deswegen ist auch Götze draußen geblieben. Damit er in seinen Rhythmus kommt, wird jetzt heute eben gegen Saarbrücken spielen. Und ein Pacho wurde zum Beispiel erwähnt, der bisher durchgespielt hat, immer auch da muss man wohl die Belastung einfach besser steuern. Bei Skiri habe ich daraufhin nochmal nachvollzogen, das sehr, sehr aktive Frankfurter Transfermarkt.de Forum durchgesucht, keine Informationen dazu. Von dem her würde mich interessieren, habt ihr mehr Informationen? Für mich klingt es so, als ob Skiri wirklich schwerer verletzt worden wäre oder sich schwerer verletzt hätte, vielleicht sogar bis zur Winterpause oder darüber hinaus ausfällt, was für mich wahnsinnigen Impact auf das Spiel der Frankfurter hätte. Also wenn ihr da Informationen dazu habt, was ist mit Elias Skiri eigentlich los? Wie gesagt, bei mir ziemlich unterm Radar geflogen. Wenn ich so ein bisschen recherchiere, finde ich auf den ersten Blick auch nichts Interessantes oder nichts, was mir wirklich sagt, was hat er und wie lange fällt er aus? Meine Befürchtung nach dem letzten Interview von Dino Topmüller, er könnte tatsächlich bis zur Winterpause auf jeden Fall fehlen. Wenn ihr dazu was wisst, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, heute Abend die Frankfurter um 18 Uhr gegen Saarbrücken. Jetzt schauen wir ganz kurz rüber zu den erfolgreichen Gladbachern. Die Gladbacher wirklich in letzter Sekunde
im Spiel ja, eher die Glücksseite bei sich gehabt. So, die Wolfsburger schon mit den stärkeren Chancen, die Gladbacher offensiv nicht wahnsinnig viel zustande gebracht hat. Aber der gute Manu Kone in der 120. Minute, in der allerletzten Sekunde, mit dem Konter abgeschlossen über Neuhaus und dann mit dem Kopf zum umjubelten 1-0. Die Gladbacher dadurch in der nächsten Runde. Herzlichen Glückwunsch raus an Gladbach. Damit haben wir mit Gladbach haben wir den ersten Bundesligisten in der nächsten Runde. Ist das schon wahnsinnig witzig. Weniger witzig auf jeden Fall Schwanscherer. Der Junge tut mir auch einfach wahnsinnig leid. War wieder fit. Durfte doch von Anfang an ran. Ngumo wieder auf die Bank. Wie gesagt, Jordan länger verletzt. Schwanscherer nach 60 Minuten wieder ausgewechselt. Wieder Oberschenkelprobleme. Ich bin mir relativ sicher, am Wochenende, wenn es für die Gladbacher in Berlin darum geht, Punkte zu sammeln, werden wir wieder auf Schwanscherer verzichten müssen und höchstwahrscheinlich wieder mit Ngumo in der Startaufstellung im Sturmzentrum neben Player spielen. Das ist schon ein bisschen bitter, bei ihm läuft es nicht und ich habe so das Gefühl, es gibt so ein paar Spieler, bei denen es einfach nicht laufen möchte. Einer dieser Spieler ist auch Timo Werner. Wir haben so ein paar Sturmkandidaten, die wirklich Anfang der Saison hoch gehandelt worden sind. Schwanscherer ist relativ hoch gehandelt worden, Timo Werner ist hoch gehandelt worden, Sebastian Haller ist sowieso hoch gehandelt worden. Und ich komme auf zu sprechen auf Timo Werner. Timo Werner immer noch nicht fit, hat immer noch eine Verletzung, eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich. Genau, wird wieder nicht spielen. Wie gesagt, es gibt sogar schon Wechselgerüchte zu Timo. Vielleicht geht er wieder zurück nach England. Aber derzeit scheint die Liebesbeziehung mit Leipzig nicht wahnsinnig intensiv zu sein. Man muss überlegen, es wurde ein Šeško verpflichtet, der Anlaufschwierigkeiten hat. Das heißt, derzeit spielt ein Paulsen, der natürlich eine Größe ist in Leipzig, aber eigentlich sollte jemand anderes neben Rupenda auch langsam herangeführt werden. Eigentlich eine Riesenlücke, die hätte Timo Werner füllen können, aber aus Verletzungsgründen, aber auch leistungstechnischen Gründen funktioniert das nicht. Von dem her könnte ich mir den Abschied von Timo Werner vielleicht im Winter beziehungsweise dann zum nächsten Jahr mal gucken, was die Leipziger so in der Winterpause auch an Zugängen bewirken könnten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Timo Werner sich in nächster Zeit wieder Richtung England verabschiedet. Nicht verabschieden und eher eine Erfolgsgeschichte im Sturm bei Bayern 04 Leverkusen. Ich spreche nicht von Boniface, ich spreche von Patrick Schick, den Alonso wirklich Schritt für Schritt langsam herangeführt hat. Wie gesagt, seine Zeit kommt mit dem Afrika-Cup, wenn Bayern 04 Leverkusen zu 100% auf seine Fähigkeiten, auf seine Leistung, auf seine Stabilität und auf seine körperliche Fitness zurückgreifen muss, dann ist Patrick Schick auf jeden Fall gebraucht in dem sehr starken Team der Leverkusener, wie ich finde, und schon jetzt im Pokal, wie gesagt, die Leverkusener heute Abend um 18 Uhr gegen Paderborn. Ich muss damit grenzen, weil die Paderborner leider meine Freiburger rausgeschmissen haben. So, Patrick Schick könnte heute Abend zum ersten Mal sogar in der Startaufstellung stehen. Das wäre ein weiterer Schritt, wie gesagt, hin zur 100%igen Fitness. Dann im Mitte Januar, wenn Boniface beim Afrika-Cup höchstwahrscheinlich weilt und Patrick Schick wirklich ein Spiel nach dem anderen wahrscheinlich abliefern muss. So viel vielleicht zu den Leverkusenern, die das wirklich gut gemacht haben, finde ich, wie sie Patrick Schick aufgebaut haben. Und jetzt schauen wir noch einmal abschließend zu den Wolfsburgern. Ich habe sie anfangs schon angesprochen, dass es hier nicht so ganz erfolgreich läuft derzeit, wie es scheint. Irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob die zu viele gleiche Spieler hatten, auf ähnlichem Niveau auf jeden Fall. Zeichnet sich schon lange oder noch lange keine Startstammelf irgendwie ab. Es kommen Spieler rein, sie fliegen wieder raus, verletzen sich, sie werden eingewechselt, sie waren gut, verletzen sich, kommen nicht wieder rein und so weiter und so fort. Damit spreche ich jetzt einen Morle an, den ich richtig, richtig stark fand. Jetzt, wie gesagt, unglücklich aus Ausscheiden aus dem DFB-Pokal gegen die Gladbacher in letzter Sekunde und ein Rogerio, der sich reingespielt hatte, der sogar einen Morle verdrängt hatte, sage ich mal, verletzt sich jetzt wieder gegen Gladbacher, schon nach 23 Minuten ausgewechselt worden. Linker Oberschenkel, muskuläre Probleme, wird höchstwahrscheinlich fehlen am Samstag 15:30 gegen den Sportclub Freiburg. Das heißt, ich rechne damit, hier wird jetzt Paredes gesetzt. Ich würde mir eher vorstellen, dass Male wieder auf die linke Seite geht und Baku auf die rechte Seite geht. Aber das schauen wir uns natürlich an, spätestens
ja, zu den Videos, wenn es dann um den Spieltag geht, um den 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga. So viel als kurze News zum Nikolaustag. Euch einen richtig, richtig schönen Tag. Leuchtende Kinderaugen auf jeden Fall, ansonsten leuchtende Erwachsenenaugen. Auch Erwachsene können wundervoll geputzte Stiefel mit Nikoläusen drinne sich über sowas freuen. Also ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß heute Abend beim DFB-Pokal. Morgen früh um 7 Uhr mit den News und am Abend natürlich um 20 Uhr mit dem Stahlwerk-Warm-Up und endlich wieder mit Jacob und mir. Lange hat es das nicht gegeben. Morgen ist es wieder soweit. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Ciao, ciao.